Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute zeige ich euch mein Ruchbrotrezept von meiner Meisterprüfung 2010. Als erstes einmal, bei uns heißt es Berufsprüfung und nicht Meisterprüfung. Keine Ahnung, warum das so heißt, aber die Anforderungen sind sehr, sehr hoch in der Schweiz, auch wie für die Meisterprüfung natürlich. Ich zeige euch mein Ruchbrotrezept. Ich habe von damals sehr viele Ordner erstellt, ich glaube 10 Stück, jedes Rezept dokumentiert, Fotos gemacht dazu und so weiter. Da auf dem Titelbild ist übrigens das Rösti-Speck-Zwiebelbrot, das ich damals entwickelt habe. Hier sieht man mich noch 2010 in jungen Jahren. Und ich zeige euch das Ruchbrotrezept. Das ist nämlich folgendermaßen: Der Anspruch bei der Prüfung ist, der Experte kommt, fragt, wie viel Platz hast du in einer Etage. Dann sagst du, ja, 30 Kilogramm Brot. Dann sagt er dir, okay, ich will 26 sehen. Stückelung frei, das heißt nicht nur Kilo machen, sondern auch Pfünder, Halbpfünder, also 500 Gramm und 250 Gramm. Da musst du den Teig erstmal ausrechnen. Und ich habe mich damals entschieden, einen fermentierten Teig zu machen ins Ruchbrot. Das heißt, ein Vorteig mit schon Salz und Hefe. Das ist etwas einfacher zum Ausrechnen. Und ich gebe 1/4 vom Mehl als Vorteig dazu. Weil Prüfungsstress, es läuft sehr viel, du musst schauen, dass die Brote im gewissen Abschnitt gebacken sind. Und jetzt habe ich mich entschieden, mehr Vorteig, Stockgare etwa so 90 Minuten bis 2 Stunden, dann passt es mir perfekt in den Ablauf. Das war freigestellt, heute würde ich es vielleicht über Nacht machen, man ist da natürlich auch weiter, aber ich finde das Rezept super lecker. Genug gelabert, 170 Gramm Wasser in die Küchenmaschine. 250 Gramm Ruchmehl, Weizenmehl 10,50 in Deutschland, 5 Gramm Salz und 2 Gramm Hefe. Gleich mit dazu, Küchenmaschine starten und einfach zu einem Teig kneten. Der muss quasi nur gemischt sein. Die Vorteige durften an der Prüfung schon vorbereitet sein, darum habe ich hier auch eine größere Menge gewählt. Da ist jetzt so das Ruchbrotrezept. Ich habe mir damals die Mühe gemacht, auch noch alles zu bebildern, damit man einen schönen Ablauf hat. Natürlich nicht mehr die beste Qualität, war damals auch eine schlechte Kamera. Aber man sieht, um was das es geht. Zusätzlich mussten alle Rezepte, die ich an der Prüfung hergestellt habe, noch deklariert sein. Das heißt Zutatenliste, Allergene und kalkuliert. Wie viel Geld verdient man im Endeffekt? War ein Riesenaufwand bei so vielen Produkten. Ich habe jetzt einfach eins rausgepickt. Ich habe sehr viele Abläufe geschrieben, Checklisten und so weiter. Falls euch das mal interessiert, was der Anspruch an die Berufsprüfung ist, ganzes Sortiment, ganze Anforderungen, welche Produkte, schreibt es mal in die Kommentare, dann stelle ich euch mal alles vor, wie es damals war, 2010, und vielleicht auch mit meinen heutigen Erkenntnissen. Der Teig hier ist fertig geknetet, einfach ausschalten, zudecken und in der Küche gehen lassen, 8 bis 12 Stunden, das habe ich damals auch so gemacht. Und dann habe ich ihn einfach in den Kühlschrank gestellt, dann war ich sehr flexibel, konnte ich den einfach rausnehmen, wann ich ihn brauchte. Der fermentierte Teig ist ready. Er sieht wunderbar aus, hat sich mindestens verdoppelt. 510 Gramm Wasser dazu. 750 Gramm Ruchmehl, Weizenmehl 10,50. Dann habe ich 10 Gramm Frischhefe. Und 15 Gramm Salz. Das ist das Einzige, was ich beim Rezept angepasst habe. Ich arbeite eigentlich immer mit 2% Salz auf die Mehlmenge. Damals, im 2010, war es noch 2,5%. Salzreduktion ist halt immer im Fokus und das wird sukzessiv halt immer ein bisschen reduziert. Küchenmaschine starten, auf kleiner Stufe ankneten und dann das Tempo erhöhen. Nach 15 Minuten ist der Teig fertig geknetet. Ich habe dieses Rezept letztens getestet in dieser Menge. Da habe ich das Salz auch direkt beigegeben. An meiner Meisterprüfung habe ich es verzögert beigegeben. Erst so nach 4-5 Minuten. Da hatte ich aber auch 10 Kilogramm Mehl. Dort macht es einen Einfluss. Hier bei dieser kleinen Menge macht es keinen Einfluss. Darum mache ich es einfach. Wichtiger ist, dass der Teig schön geknetet ist. Den kann ich mir jetzt schön auseinanderziehen. Wunderbar dehnbar. Für ein Ruchmehl wunderbar. Zudecken
90 Minuten bis 2 Stunden gehen lassen und in der Zwischenzeit zweimal dehnen und falten. Der Teig geht jetzt bei mir 2 Stunden, den habe ich zweimal gestretched und gefaltet. Das habe ich dir schon x-mal gezeigt hier auf dem Kanal, darum habe ich da heute darauf verzichtet, das auch noch aufzunehmen. Was jetzt hier zu sagen ist, es ist natürlich viel, viel einfacher, das jetzt zu Hause nachzumachen. Weil an der Meisterprüfung musste ich noch den Backverlust einrechnen. Oder wenn er sagt 27 Kilogramm beispielsweise, dann muss ich bei den 500 Grammern musste ich 650 Gramm Teig einlagern, damit das dann nach dem Backen 500 Gramm ist. Natürlich hat man da noch ein bisschen etwas Plus. Und beim Kilogramm ist eine Teigeinlage von einem Kilogramm 230, 250. Wir machen einfach hier 3 Stücke draus. Du kannst da aber auch variieren, was du am liebsten machst. Ich mache jetzt einfach 3 gleich große Stücke zu knapp 600 Gramm. Oben etwas Mehl hinlegen, in der Hand so leicht vorformen, dann auf die Tischplatte schlagen, damit ich eine glatte Fläche bekomme. Weg vom Mehl, zuerst so ein bisschen rund aufarbeiten. Mit der Zeit kann man es auch direkt machen. Ich forme die aber jetzt rund vor. Alle zuerst einmal rund aufarbeiten. Das muss auch noch nicht super straff sein. Einfach so ein bisschen vorwirken. Und dann nehme ich das erste wieder. Oben ist ein bisschen Mehl drauf. Ziehe es so von hinten runter. Ein bisschen runterziehen. Luft raus. Ein bisschen einlegen, damit das überall schön glatt ist. Mit der Hand aufwirken. Und dann unten rein mit dem Daumen. Es ist wirklich in unten reingehen, in die Länge formen. Fertig. In meinem Fall gebe ich es jetzt hier auf ein Teigtuch ohne Mehl. An der Meisterprüfung habe ich es direkt auf einen Schießer gelegt. Aber so im Teigtuch hast du nochmal die Sicherheit, dass das Ganze nicht zu fest in die Breite läuft. So nach hinten, hier noch etwas einklappen. Luft raus, aufwirken. Das Ruchbrot ist so das Normalbrot in der Schweiz. Das gibt es eigentlich in jeder Bäckerei zu kaufen. Manchmal auch mit hellem Mehl, mit 8/12er oder eben mit Ruchmehl. Ist so ein Standardprodukt, das überall in jeder Bäckerei in der Schweiz erhältlich ist. Die decke ich zu und lasse sie 50 Minuten aufgehen. So Freunde, die Teiglinge sind ready zum Backen. Absetzen. Vorsichtig rüberheben, die haben jetzt eine schöne Stabilität. Damit ich euch das jetzt zeigen kann, wie ich die einschneide und das Handling einfach ist, backe ich es auf dem Backblech und im Miwe-Backofen, dann kann ich alle auf einmal backen. Ist natürlich auch okay, wenn man es direkt auf der Backplatte backt. Das mache ich normalerweise auch, aber hier kann ich alle dann in den Ofen schieben. Ich schneide die jetzt zweimal ein. Man kann entweder zweimal oder dreimal einschneiden und dazu 45 Grad Winkel ansetzen und nach hinten ziehen. Ansetzen und nach hinten ziehen. Die Schnitte sollten beide gleich lang sein und auf der gleichen Höhe. 250 Grad vorheizen, am Anfang kräftig Dampf geben, dann die Temperatur auf 220 Grad reduzieren, nach 20 Minuten den Dampf rauslassen und etwa 45 bis 50 Minuten backen. Nach 50 Minuten sind die Brote gebacken und so hätte ich mir die auch gewünscht an meiner Meisterprüfung. Die Brote, wenn man noch ein bisschen mehr Glanz will, gleich heiß noch mit Wasser ansprühen. Ich habe da auch eine Glanzstreiche schon mal gezeigt, aber in den meisten Fällen einfach nach dem Backen mit Wasser darüber, nur ganz feiner Schimmer und auskühlen lassen. Schneiden wir die Dinge an, gefallen mir sehr gut. An der Meisterprüfung war es leider nicht so schön, denn das Problem ist, da habe ich nicht nur einen Teig, sondern sehr viele. Und der ist mir dann etwas schnell gegärt und hatte fast eine Übergare damals. Hat trotzdem noch gereicht, aber das hätte eine sehr, sehr gute Note gegeben. Hier musst du etwas aufpassen. Der Vorteig 25%, das kann gerne dazu führen, dass die Brote übersäuern. Dann hast du kugelrunde Brote und keinen schönen Ausbund. Wenn dir der zusammenfällt, dann ist es zu spät. Vielleicht lieber
den Kühlschrank nutzen oder wirklich diese 8 bis 12 Stunden etwas im Griff halten. Der sollte sich mindestens verdoppeln, aber nicht zusammenfallen, sonst hast du zu viel Säure drin und das Volumen leidet dann darunter. Schön splitterige Kruste, wunderbar. Die Porung auch atypisch, richtig gut gefällt mir die. Beim Ruchbrot wollen wir eher eine dünne Kruste, eine saftige Krume, wunderbar. Duftet aromatisch, richtig gut. Die Kruste knackig, so muss ein Ruchbrot sein, ein Standardbrot in der Schweiz. Schreibt mir einen Kommentar, soll ich noch weiter auf meine Meisterprüfung eingehen? Interessiert es euch? Wirst du dieses Brot nachbacken? Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.